Hallo und herzlich willkommen zu... Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt, das wir gerade spielen. Wie heißt das? Enclave. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das Spiel ausgesprochen wird. Von Starbreeze Studio mit einem absurden, aber stylischen Hauptmenü. Sehr stylisch. Und einem Thomas Golk, der an der Tastatur sitzt. Das bist du, das ist richtig. Tom, was erwartet... Ja, ja, richtig. Tom, was erwartet uns hier? Ich glaube, ein Action-Adventure, so ein bisschen Hack-and-Slash? Genau, absolut. Hack-and-Slash. Das habe ich damals gespielt. Und zwar tatsächlich sehr gern gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob ich es durchgespielt habe. Mhm. Ich glaube aber zumindest ziemlich weit. Weil das war einerseits ein Grafikhammer. Oh, das können wir doch direkt mal ein bisschen nach oben stellen hier. Mhm. Und halt ein Starbreeze-Spiel, was mir damals noch nicht so viel gesagt hat, weil Starbreeze kannte ich nicht. Heute kennt man sie schon eher, danach ja auch durch The Darkness oder sowas. Mal gucken, ob das jetzt im Menü gestreckt wird oder... Nee, okay, haben wir einfach die Balken. Okay, das sieht doch gut aus. Nur für die Sicherheit, wundert euch nicht, dass ich jetzt komische Sachen sage. Unten, unten, oben, oben. So, also, ne, ist einfach nur für später. Qualitätsschatten, Spieler, alle? Nee, wir wollen hier schon alles. Ich will alles. Oberflächen? Ja, möchtest du Oberflächen oder nicht? Gekrümmte Oberflächen? Ja, ich will ganz viele. Komplexe Oberflächen, ja, bitte auch. Nicht komplett, komplizierte Oberflächen. Oh Gott, ich komme nicht drauf klar. Ja. Nee, Tom muss sich ab und zu vergewissern, ob er noch weiß, wo unten und oben sind. Das sind die Tests, die wir hier ab und zu machen, damit wir noch wissen. Ja. Guck mal, wie cool das aussieht. Was, so. Was ihr auch nicht wisst, ist, das ist heute unsere zweite Aufnahme. Die erste ging ziemlich lange und ist von Necronomicon gewesen. Das genau. Heißt, jetzt brauchen wir was zum Runterkommen. Das Hirn ist Brei, also spielen wir Starbreeze. Ich habe das auch als schwer in Erinnerung. Vielleicht war es deswegen keine so gute Idee zu sagen, ich mache das hier jetzt auf normal. Und ja, das habe ich auch schon wieder vergessen. Es gibt zwei Kampagnen, aber die rechte ist noch gelockt, ja? Ja, sieht so aus, ne? Das ist eine geile Art zu zeigen, dass die gelockt ist, dass da etwas vor ist, wo aber schon der Schein der Kampagne durchkommt. Generell, der Style ist der Hammer. Ich mag Starbreeze manchmal. Auch wenn sie Edgelords sind. Ja, das ist eine gute Bezeichnung. In einem alten Buch, das verschlossen in der bewachten Bibliothek von Mechelon unter dem Staub von Jahrhunderten begraben liegt, findet sich die Geschichte über die Entstehung der Kluft. Selbst wenn es für die meisten nicht vorstellbar ist, dass es jemals eine Zeit gab, in der die Kluft noch nicht die Outlands voneinander trennte, so waren sie doch einst vereint. In jener Zeit existierten Länder, in denen wahrhaftige Magie vermutet wurde, waren sie doch gesegnet mit Fruchtbarkeit und Überfluss. All jene, denen die Segnungen dieser Erde nicht zu eigen waren, die durch den Pakt von Jifuro geschützt wurden, gierten nach diesen Ländern. Der gehörte zu diesen neidischen Kreaturen, denn er glaubte unumstößlich daran, dass ihm die Magie der Länder dazu verhelfen könnte. Yada, back the bad guy. Ein geiles Design irgendwie. Er der Verdammnis in den Krieg. How many Berserk-mäßig. Genau. Wie viele Münder soll er haben? Ja. Eine unerbittliche Schlacht entbrannte und schien kein Ende zu nehmen, bis letztendlich der mächtige Zauberer Zael sich Watar entgegenstellte, um das Land zu beschützen. Gut, Eigennamen kriegen wir noch zu hören. Watars endgültiger Sieg offensichtlich bevorstand. Doch plötzlich wurde Zael hintergangen von Astur. Rammte der Zauberer seinen Stab tief in die Erde. Die Welt erzitterte und spaltete sich unter Wasser. Und hier sind die Einzelteile der Welt. Ich zähle sie nacheinander auf. Der Schrei des Entsetzens entfloh der Kehle des Dämonen, als er merkte, dass Welcher Kehle? Er den Sieg gebracht war. Jedoch war der Triumph über Watar mit einem hohen Preis erkauft worden. Diese Sagen und ihre Ungenauigkeit. Die durch Zaels mächtigen Schlag entstand, war zu groß, um überbrückt zu werden und teilte das Land wie auch seine Bewohner. Jene, die gekommen waren, um ihren Brüdern im Kampf gegen die Armee der Dämonen beizustehen, kehrten in ihre Heimat Mechelon. Ich weiß schon mal, warum ich das wieder vergessen habe. Schweren Herzens. Vielleicht habe ich es auch geskippt. Der Pakt von Jifuro war gebrochen und sie waren von ihren Brüdern getrennt. Oder es wurde in meiner gebrannten Kopie gleich übersprungen. Was? Ein finsteres und selbstsüchtiges Volk wurden als die Dregatar bekannt. Und ich hoffe, du merkst das. Alles im nächsten Hochfest dran. Ja. Die von der restlichen Welt abgespalten worden war, entwickelt sie. Wie du jetzt einfach diese Drohung immer so bereit in der Hand hast. Das ist die Enclave-Lore-Kategorie, ist nur auch eine Frage der Zeit. Und seit das Land auseinandergerissen. Ich glaube, Robin hat es auch gespielt, das wäre nicht mal unfair. Das hättest du nicht sagen sollen. Zusammenführen. Die Kluft wurde schmaler
und kommt. Welchen der folgenden Eigennamen gibt es nicht in Enclave? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie durch das gesamte Buch blättert. Doch, sie war es. Das nächste Kapitel ist einfach nur Concerning Hobbits. Und, ja, als sich die Haarfüße angesiedelt haben am Brandy Bookfrost. Das ist wirklich viel zu lang, Enclave. Brandschatzungen und Plünderungen hatten Seelenheim in einen Zustand Show, don't tell. Extremer Unruhe versetzt. Or play, don't tell. Immerhin, just don't tell. Immerhin sind hier Artworks drin. Um die Verteidigung der Stadt zu sichern. Das wiederum führte zu das wiederum. Und zu vereinten. Ohne Witz, Neverwinter Nights und Baldur's Gate fangen nicht so an. Einige Aufständische landeten sogar im du kriegst Gefängnis zwar eine kurze Zusammenfassung der Welt, aber kurz. Weißt du, was das hier ist? Das hier ist. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Hör sie auf, und dann zu sagen. In der ewigen Sanduhr des Lebens. Oh Gott, ich glaube, sie ist fertig. Jellonkerker. Du hast versucht, die Bewohner deines Dorfes vor Steuereintreibern zu beschützen. Okay, dafür war es sehr nützlich, dass die ganze Hintergrundlore gelernt haben. Für dieses rebellische Verbrechen gegen Selenheim wurdest du ins Gefängnis geworfen. Gerade erwachst du aus deiner Bewusstlosigkeit. Gefangen. Du musst den Weg aus der Zelle herausfinden. Bring eine Waffe in deinen Besitz. Besiege die Feinde. Flüchte aus dem Kerker. Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details. Ich staune, dass der wirklich noch lädt. Das ist doch. Auf einem modernen System. Da sieht man mal, was für ein Grafikhammer das war. Ist heute noch anspruchsvoll. Wann kommst du raus? 2005, so in der Gegend. So, so. Sie sperren also auch ihre eigenen Leute ein, wie ich sehe. Das Geräusch, das du hörst, ist der Klang deines Todes. Der gewaltige Donner meiner Landsleute. Der Klang der Drägatar, die deine Leute abschlachten und die Wände dieser armseligen Festung einreißen werden. Sie kommen, um mich zu befreien. Und wenn sie dich nicht zuerst in die Finger bekommen, dann werde ich dich selber mit meinen Händen. Haben einen Gag gemacht. Ja, didn't work. Habe ich das richtig verstanden? Als Valar seinen Stab benutzt hat, um den Dämonen zu töten, hatte die Welt in zwei Teile gespalten. Und diese zwei Teile sind säuberlich in Gut und Böse aufgegangen? Sieht so aus, ja. Drücke Q, um die Waffe zu aktivieren. Mein Schwert ist aktiviert. Was für eine aufwendige Animation. Wow, aber wirklich. Um nur ein kleines Ding hier aufzumachen. Da werde ich ja gleich durch können. Und mein Verdauungstrakt ist aktivisiert. Kann nicht mal ein Fass kaputt machen. Dem hier erging es nicht so gut. Ist Dead Goblin? I guess. Ich explore erstmal ein bisschen, gell? Habe ich jetzt Schaden davon genommen? Also der Lebensbalken sieht voll aus. Aber nee. War das ein Geheimnis da in der Ecke, sag mal? Vielleicht. Wenn ja, war es das lautendste, ratterndste Geheimnis, das ich hier erlebt habe. Wirklich. Wir gucken mal. Okay. Wenn es jedoch nur Holz und Feuer gäbe. Ich habe irgendwie nicht im Kopf, dass ich mal so weit weg war von der Kamera hier. Dachtest du, sie ist prinzipiell näher dran, ja? Ja, irgendwie. Aber ich weiß, dass das halt sie wirklich hervorragend aussah für damalige Verhältnisse. Das ist, glaube ich, so Peak DirectX 8-Grafik noch. Jetzt hast du wirklich wieder Damage genommen. Das ist nicht schön. Oh! Ich finde das aber irgendwie lustig. Weil normalerweise in Spielen, wo sowas passiert, ist das halt nicht eine Gefahr für dich. Ja. Und dann zu sagen, nee, pass mal auf, wo du hingehst. Das ist eine sehr helle, sehr beständige Fackel. Ja, ich glaube, es sieht auch nicht ganz richtig aus. Einfach runter hier. Keine Maus. Und von denen musst du ja gleich mal 20 töten. Ich gehe jetzt zur Baustelle. Um auf eine Leiter zu klettern springen. Die Maus-Callbacks. Willkommen in Berlin. Die Maus kommt an der Baustelle. So. Du hast 0 von 50 Talern. Den blocken wir jetzt hier einmal.
Geil. So, macht der jetzt auf hier oder muss ich hier aufmachen? Und der Kampf ist halt wirklich nur Geklicke. Also, wie ihr euch das schon denken könnt. Komm her, du Lump. Ich wollte gerade fragen, ob es ein Sophisticated Counter- und Parry-System gibt. Glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich Hike Smash. Hänge fest. Ach nee, hier geht's gar nicht lang. Da siehst du mal, das Spiel wollte dich geschickt dort weglenken. Ja. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch da draußen dieses Spiel gespielt haben. Ich habe das Gefühl, dass es hat heute einen ganz guten Ruf, aber nicht. Es ist, glaube ich, nicht so mega populär gewesen. Ich kenne den Schriftzug. Ich kenne einfach das Logo dieses Spiels. Ja, ja. Ich glaube, es geht bei vielen Leuten nicht viel weiter drüber hinaus. F um den Hand. Mach ich jetzt mal noch nicht, ne? Ah! Alter! Macht das jetzt noch Damage? Oh, ja. Physics! Oh, wow! Habe ich konstant Damage gemacht. Oh mein Gott! Dark Messiah, Dark Messiah, eat your heart out. Das ist eine Granate, oder? War das gar eine Granate? Ja. Alter, sag mal! Aber das ist schon sehr cinematic hier. Ja. Das ist Triple A. Ja, ja. Guck mal, da sind Bücher umgekippt gerade. Da habe ich mir so eingebildet. Kann ich das Fenster kaputt machen? Beispiel. Aber man kann so ein bisschen durchgucken, oder? Ja, auf den Lavastrom, der draußen ist. Brauchst du einen Schlüssel? Was ich halt weiß, ist, dass das Spiel, um jetzt auf die Gefahren mal ein bisschen was vorwegzunehmen, abgesehen von der Grafik, Leveldesign technisch, mich ein bisschen gelangweilt hat. Selbst als Jugendlicher. Hm. Ich und doch mal ein sehr anspruchsloser Jugendlicher. Ein weiterer tapferer Krieger. Wir sollten uns zusammen. Wie sie davor geseufzt hat. Ein weiterer. Mission geschafft. Okay. Du hättest in diesem Level 50 Goldstücke finden können? Ich bin auch verwirrt. Du hast einen neuen Gegenstand im Wert von 50 Goldstücken gefunden. Oh hey, gilt das? Das Schwert, eine derbe Schwertwaffe, leicht zu handhaben, effektiv in der Wirkung. Ist ja derbe. Ein sehr leichter hölzerner Schild. Spiel wird gespeichert. Dieses Vieh ist so mit das Stylischste am Spiel, ne? Wirklich. Die Verliese von Yelon? Ich würde sagen Yelon. Wirklich 5 von 50? 50? Tom, hattest du überhaupt die Augen offen? Ja, scheinbar nicht. Yelon Vorposten. An der Oberfläche angekommen, begegnet dir eine Bedrohung, die noch größer ist als die Gefangennahme. Eine größere Gefangennahme. Der Vorposten wird angegriffen. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Brüdern aus Zeldenheim, um die Eindringlinge abzuwehren. Das war gerade eindeutig eine Schwester. Rette den Vorposten, besiege die Dregatar, vernichte den feindlichen Hauptmann. Do it, do it, do it. Ja, interessant, dann trotzdem so eine Levelaufteilung zu haben. Was für ein kerniger Typ. Ey, so Keanu, ne? Ich könnte hier deine Hilfe gebrauchen. Wo? Im Innenhof wimmelt es nur so von Feinden. Ja. Du, sag mal. Ich wollte nur gucken, ob es Friendly Fire gibt. Ich finde interessant, dass die Gemälde, die hier hängen, so ein krasses Field of View haben. Mhm. Weil hat das Spiel ja generell, ne? Es ist ja wirklich Wahnsinn, wie weit das am Rand rausgeht. Ich frage mich auch, ob man das umstellen kann. Ich glaube nicht. Diese Full Motion. Könnten wir nicht Ressourcen sparen, indem wir ein einfacheres haben? Nein! Nein, wir brauchen das alles. Character LOD? Nee, das ist ja einfach Level of Detail, ne, wie die Leute reinkommen. Ich glaube. Ich glaube, it is how it is. Und fuck you for trying to change it. Ihr nehmt unser Field of View so, wie es sein soll. Weil das ist das Field of View, das du in The Darkness hast, wenn du die Darkness spielst, wenn du dieses Vieh spielst. Ja. Hier sieht halt alles immer so aus. Dieses Bow. Hier ist übrigens die Animation. Warte mal. Sei nicht so gottverdammt sarkastisch, Tom. Zack. Der ist übrigens ein Widerling. Der passt. Er hat keine Lust mehr. Just kill me already.
Sehr gut. Aber jetzt müssen wir den Außenposten retten. Wir werden angegriffen. Die Hebelampe abgebrochen. Scheiße. Oh, Secret. Das sind die. Ich meine, es sind immer 5 Goldmünzen in einem so einem Kessel drin. Ja, also hast du 9 verpasst. Immer noch peinlich, ne? Mhm, schon. Ich glaube, wir sollen die Kanone da benutzen, Leo. Aber guck mal, das sieht halt echt... Ich heute noch ganz gut aus. Schon. So. Du denkst, nur weil die Kanone das einzige Objekt ist, was hier rumsteht, sollen wir die Kanone benutzen? Ich stand da aber sie ist ein bisschen selbstschuld. Klingt nach einem Gegner, Leo? Ja, es ist ein Dark Souls Boss dahinter. Klingt auch nach einer Bombe? Ah, ja. Aber wie es Holz splittert und so? Schon schön. Nice. Also auch das Gunplay sieht einfach sehr gut aus. Kannst du das linke Tor auch mit der Kanone zerstören? Nee, ich glaube, da kann ich ja... Ich kann die ja nicht winkeln. Das wusste ich ja nicht. Naja, zumindest nicht genug. Hm, okay. Dann hör auch auf zu randalieren. Na gut. Weiter geht's. Oh no! Ach nee, ist ein Hobel. Geh da mal weg, da explodiert doch gleich was. Bist du blind? Typ! Der Typ denkt sich einfach nur, war das gerade eine Granate. Dass das auch in meine Richtung kam jetzt. Irp! Die sind zu klein. Er ist zu klein, um geköpft zu werden. Oh no, es hieß die Undecapitable. Gegen die. Ah, du kannst zuschlagen, während du geduckt bist. Das ist cool. So, hier geht's schon mal wesentlich besser mit den Goldmünzen los. Ja, noch haben wir keinen Händler oder irgendwas. Komm her! Das ist ein bisschen. Nein, nicht. Bisschen akademisch. Doch. Der hier Doorstrats versucht hat, ey. Als ob du ein gottverdammtes Resident Evil Monster wärst. Und dann wird hier direkt belohnt, wenn man... wenn man erkundet. So befriedigend. Erkunden. Guck mal hier. Pass auf. Wieder rüber. Ich glaube, so weit erkunden können wir nicht. Das war eine ziemlich gute Erkundung. Ja, naja. Doch. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. Ja, hätte sein können, war aber nicht. Animationen sind wirklich noch... etwas hakelig. Findest du? Ja, naja, aber... Man klickt sich ja halt so durch, ne? Also Trefferfeedback ist ja auch noch nicht auf Dark Messiah Niveau. Es ist halt interessant, weil Darkness verbinde ich schon mit gewissen Schauwerten. Ne? Also Darkness war nie irgendwie ein Grafik-Port-Spiel, aber es hat... Darkness hat so einen Stil, weißt du? Ja. Und... Würde ich auch sagen. So. Und auch so eine Art von Inszenierung von, was weiß ich, wenn die Gegner gefressen oder zerrissen oder halbiert werden oder sowas. Während das hier ist so. Das ist so nett. Das ist so nett. Aber es kommt schon Blut, wenn man die Gegner. Ja, es kommt eine nette, anständige Männerin. Das ist dann auch so ein bisschen Blut. Ich habe auch das Gefühl, es würde profitieren, wenn es brutaler wäre. Das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen, aber ich finde schön, dass du meine Signale aufgenommen und übersetzt hast. Nee, selbstverständlich. Das verstehe ich doch. Wenn den jetzt hier noch die... Weißt du, wenn man den jetzt im Beiner packt und dann kämpft er auf dem einen Bein aber noch weiter? Das wäre so der Ton, den ich erwarten würde von Enclave. Du hast entweder zu viel oder zu wenig Wanted Dead gespielt. Geht beides. Wenn ich an Wanted Dead zurückdenke... Nicht zurückdenke, weil zurückdenke klingt, als ob wir es hinter uns hätten oder so. Aber ja. Ich denke gerade wieder daran, wo wir sind und was beim nächsten Mal auf uns zukommen wird. Genau, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir da noch nicht fertig mit. Wir sind in einer ungefähr einmonatigen Pause zwischen der letzten Aufnahme und der nächsten. Und ich will es nicht spoilern, aber... Sie geht nicht im Monat, die Pause. Na, aber das war ja ungefähr angedacht. 3 Wochen oder so war ja angedacht. Der Punkt ist, wir haben an einer Stelle aufgehört, bei der mir jetzt schon graut, davor, wenn wir weitermachen. Ja. Wie der da runtergeflübbelt ist. Warum seid ihr alle so klein? Ja, dann kannst du den Schlüssel aufgeben, den er gedroppt hat. Ach, das ist ein Schlüssel. Ich hab das nicht als Schlüssel erkannt. So. Was stand da gerade? Du brauchst den Schlüssel? Nee, jetzt hab ich unten, kurz nicht hingeguckt. Das Tor unten war doch geschlossen.
Meinst du, man kriegt hier viel Fallschaden? Ja. Du sollst schon mal keinen Fallschaden machen. Nee, es ist eins so, wenn du 10 cm höher bist, bist du auf einmal instant tot. Die Art von Fallschaden, ja, das kann sehr gut sein. Dach. Your guy. Kennt man daran, dass Your guy Rüstung kriegt? What the fuck? Der hat das alleine? Wie? Der hat ganz alleine den Rammsporn hier. Oh Gott. Ja, ganz woanders. Ich will den kleinen Goblin mit diesem Rammsporn möchte ich als Einheit in Total War Warhammer, wenn ich die nächste Belagerung mache. Oh, guck mal, die haben hier auch wirklich eine Belagerung. Der ist hier runtergeflümmelt. Ich finde das halt super. Die Ambitionen dieses Spiels sind halt schon sehr hoch in dem, was sie gerne machen wollen. Und dann kommt er den Berg runter raus. Genau, exakt. Und dann muss der Spieler das Trebuchet ausschalten. Oder was auch immer es ist. Ich denke, die Mediavistik-Nerds den Zuschauern werden mich jetzt gleich wieder korrigieren. Es ist kein Tribok, das ist ein I don't give a fuck. Katapult ist es, glaube ich, wirklich nicht. Ja, ein Katapult ist, wenn... Boah, Alter, der hat Damage gemacht. Ja, egal. Look. Boah, es dauert so lang. Animation Priority. Ja, das Spiel gab es auch auf der Xbox. Ich glaube, das war auch die einzige Konsolenversion. Und ich finde, es sieht auch voll aus wie diese Art der Grafikgeneration. Ich wollte gerade sagen, das ist das Xboxigste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Der Kommentar von dir war wirklich nicht nötig. I appreciate it, aber er war wirklich nicht nötig. Das ist, wenn ich an Xbox-Spieler denke ich an solche Spiele. Ja, auf jeden Fall. Dem fehlt halt noch der Multiplayer-Modus. Ich weiß nicht, ob das auf der Xbox dann vielleicht einen hatte. Fernkampf kann ich auch gut. Aber kannst du den gut? Aber du nimmst Schaden durchs Feuer, ey. Hast du, oh ja, tatsächlich. Hast du halt gesehen, wie er nachgeladen hat? Und dann ist einfach vorbei. Das ist so strange. Der musste wirklich die Pfeile aus seinen Köchern nehmen, um seinen Multischuss aufzuladen. Es ist so immersiv. Es ist so immersiv. Ein neuer Charakter freigeschaltet. Jägerin. Cool. Kann ich die jetzt jederzeit spielen? Ich glaube, man hatte auch mal einen Mage gespielt. Ich glaube, man konnte auch Magie. Ihr habt uns große Dienste erwiesen. Diese brutalen Eindringlinge abzuwehren, obwohl ihr in Gefangenschaft wart, war zumindest sehr kühl. Ist das nicht diese Person, die wir ins Gefängnis werfen ließen? Die Stimme, die ich erwartet hätte? Dass wir diese Leute für loyal halten, obwohl sie nicht einmal die Steuern zahlen, die sie uns schulden? Für jemanden, der im Thronsaal in einem Bikini ist, ist es ganz schön vorlaut. Das sind doch Mass Effect Aliens. Es ist wahr, ihr habt ein Verbrechen gegen uns begangen. Und doch scheint ihr gewillt zu sein, eure Loyalität gegenüber Zelenheim zu beweisen. Daher mache ich euch ein Angebot. Wenn ihr uns weiterhin dient und unterstützt, dann sollt ihr rehabilitiert sein und fürhin als ehrenvolle Krieger gelten. In der Stadt Celadia gibt es einen Händler namens Markus. Er ist für die Enklave sehr wichtig, da er der letzte Händler ist, der sich bereit erklärt, die Kluft zu überqueren und uns mit dringend benötigten Waren zu versorgen. Er ist unsere einzige Hoffnung, wenn wir den immer häufiger werdenden Raubzügen der Dregatar standhalten wollen. Too much information. Dann berichtete mir, dass die Dregatar seine Konvois... Ich habe außerdem ein Gerücht gehört aus der Nachbarschaft. Er muss geschützt werden. Werden wir nicht mehr lange wo es überleben. Heißt, dass der Bürgermeister Amos Thun sich in einem Konflikt befindet mit einem Brockling namens Zerebold Balbab. Das Dorf Zeladia erwartet uns jetzt hier. Oh, 3 Eskortiere, Markus. Das klingt ja richtig spaßig. Ich will mehr von diesen Charakter. Vögeln. Ritter? Jägerin. Oh, ja. Jägerinnen sind agil und sehr geschickt im Umgang mit dem Bogen. Ja, das ist die Scheiße in allem anderen. Spielen eine Jägerin, Mann, nicht die Jägerin. Kurzbogen. Und Loadout. Leichte Armbrust, Zwergarmbrust. Ach, weil ich das auch wirklich kaufe. Ja, aber solltest du nicht erstmal Munition für deinen Bogen kaufen? Weil da steht überall keine Munition. Ach so, ich muss ja erst rein. 120 Pfeile würde erstmal reichen, ne? Bedenke, dass du momentan, also vielleicht solltest du noch eine Nahkampfwaffe zur Sicherheit. Einfach durch. Oh, Heiltränke sind aber teuer. Auch Rüstung hätte man sich auch holen können. Doch, das... Ah, ich erinnere mich daran. Das ist sogar voll befriedigend, weil du halt wirklich ein komplettes Armor-Set dann, glaube ich, hast. Also ich glaube, dein Charakter verändert sich dann auch komplett. Okay. Hole ich mir jetzt noch eine Zwergenarmbrust.
Aber du hast eine Fernkampfwaffe. Warum willst du jetzt noch eine Fernkampfwaffe? Ja, du hast recht. Wir sparen. Und da geht er wieder, der Händlerfalke. Das Dorf Seladia auf Königin Eilindels Befehl wurdest du nach Seladia geschickt, um dem Händler Markus beizustehen. Dregatar haben seine Karawane geplündert, seine Schätze und sein Geschäftsbuch gestohlen. Eskortiere ihn durch das Dorf. Begleite Markus, finde das Geschäftsbuch, finde den Schlüssel und begleite Markus zum Stadttor. Markus muss überleben, sonst hat das Ganze überhaupt keinen Sinn. Erstmal diese Rundfahrt am Anfang jedes Levels. Von ihrer Kleidung her sieht sie aus wie ausgebrochen von einer Ren Faire. Einfach von einem Mittelalterfestival. Du bist also der Geleitschutz, um den ich gebeten habe. Sehr gut, ich bin Markus, der Händler. Die Banditen haben meinen Wagen geplündert. Daher brauche ich deine Hilfe, mein Kontenbuch zu finden. Außerdem werden wir durch das Stadttor müssen. Deshalb solltest du noch den entsprechenden Schlüssel suchen. Beide, wir haben nicht viel Zeit. Seid gnädig zu mir. Vielleicht ist die Jägerin hier nicht die beste Wahl. Kannst du erst nachsehen, ob alles sicher ist? Ich warte hier so lange. Ist alles sicher und sehr klein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort ein Gegner befindet, Leo. Das sind diese Gamer-Instinkte, die nur nach jahrzehntelanger Übung geschärft werden. Was? Es gibt halt immer diese Verzögerung beim Bogenschießen. Wow. Wow, was ist denn mit ihm? Der hat die Zoomies. Ah. Vielleicht sind es Post-Krupp-Zoomies. Vielleicht war er gerade auf der Seite. Das ist ja ein schöner Balkon hier, wenn man so im Sitz. Ah, manchmal sitze ich einfach auf meinem Balkon und starre in die Jauchegrube mit. Aber der Balkon war ja nicht nach außen, der Stuhl war ja nicht nach außen gerichtet. Der hat nichts getan, nichts, Thomas. Ja, die Chance muss ich nutzen. Wow. Nämlich daran, dass ich dir niemals den Rücken zuwende. Ah, plötzlich. Ah, ah, Hilfe. Ah, sehr gut. Zelenheims Wirtschaft hängt von diesem Buch ab. Ohne meinen nachlässigen und nutzlosen Bruder Loris hätte ich es niemals verloren. Nun hilf mir, auf good die story, andere Bro. Seite des Dorfes zu gelangen. Na gut. Ich erinnere mich stilistisch übrigens auch ein bisschen an The Chronicles of Spellborn. So ein MMO war das. Ey, was du für Spiele kennst, der das, ein ganz cooles Konzept hat in seinem Kampfsystem und auch einen wirklich schönen Stil. Das war aber schon, als es released war, technisch sehr veraltet, weil es basierte auf der Unreal Engine 2 und kam halt erst 2008, 9. Auf jeden Fall schon vor einer ganzen Weile, ist auch gescheitert. Aber das fand ich atmosphärisch ziemlich gut. Du hättest dir übrigens eindeutig den besseren Deutsch kaufen sollen. Ja. Ja, Leo. Das sein. Ich geb's ja zu. Ich weiß, Captain Hindsight und so, aber. Ich geb's zu, du hast es recht. Ich habe auch das Gefühl, der. Ich hab doch gar nicht gesagt, du sollst den besseren Deutsch kaufen. Ich hab nur gesagt, du sollst dir keine zweite Armbrust, also keine zweite Fernkampf aufkaufen. Ich habe auch das Gefühl, der Nahkampf. Ich hätte jetzt gerne einen zweiten Spieler, der halt der Tank ist. Dann würde das voll Sinn ergeben. I'm sorry. Wow! Wie Markus! Markus, deine Überlebensinstinkte, die sind nicht vorhanden. Aber einen Headshot macht die dann auch platt, also. Schau dich weiter nach dem Schlüssel um. Oh no. Warte mal. Der war jetzt etwas zäher. Oh. Ah. Wo bin ich? Er dolt. Das ist halt sehr chaotisch. Ich weiß auch nicht, ob man hier theoretisch taktischer vorgehen könnte. Ich war mal auf einem Rockmusikfestival und da sah ungelogen jede dritte Frau aus wie sie. Rein vom Kleidungsstil her. Das macht mir gar keinen Damage. Vielleicht abgesehen von den Ohren, aber die Ohren zähle ich auch nicht zur Kleidung. So, Markus, geht's dir gut? Muss der jetzt hin? Es wäre sehr lustig, wenn er tot wäre und das Spiel sagt es dir einfach nicht, du musst ihn erst wiederfinden. Und dann kommt der Game Over Screen. Genau, dann macht sie so wie Leon im Original Residual. Oh no. Mann! That's not how melee works, Tom. Ja, aber der Dolch ist so scheiße. Das war's mit Heiltränken. Die werde ich nicht mehr brauchen. Verdammt, ich
Tür ist verschlossen. Finde einen anderen Weg hinein. Ich werde hier auf dich warten. Was braucht man da? WD-40. Guck mal, er macht natürlich gar keinen Sinn. Schon, aber jetzt ist Lust drauf, was so. Die Tür, ey. Klingt auch ein bisschen erneut, ne? Ja. Wie Joey in Yu-Gi-Oh! Bridge. Nee. Nee. Hier lohnt sich ja jetzt wieder das hier. Jawohl. Kleinen Blick, wie viele Pfeile Tom noch hat. 82. Okay. Das Interface ist so klein in der Auflösung. Liebe ich bei so alten Spielen, wenn du die auf diese modernen oder höheren Auflösungen stellst und die Interfaces dann sagen, na gut. Dann werden wir halt unlesbar. Ja. Ich finde, es sieht aber irgendwie cool aus mit diesem tief hängenden Himmel. Hat irgendwie was. Mhm. Wow. In späteren Spielen hätte es jetzt hier eine Balance-Animation gegeben. Hier, nope. Ich stream ja gerade Castlevania Lords of Shadow, da muss man sehr viel balancieren. Etwas, was diese Konsolengeneration sehr gerne gemacht hat. Uncharted spielen oder sowas. Wie war denn das bei Lords of Shadow? Hast du da wirklich die Gefahr runterzufallen? Oder ja. Ist das okay? Du hast dann einen Button-Prompt, um dich wieder zu fangen. Ah, okay. Hä? Ach. Kann er keine Treppen steigen? Keine Treppe ist eine Leiter. Aber eine Treppe Leider. Oh mein Gott. Der Robin-Fluch. Als Ace Attorney-Fan solltest du es eigentlich wissen. Ah! Er war auch ganz aufgeregt plötzlich. Oh! Gelegenheit! Gelegenheit für Nahkampf! Oh und shit! Und? Oh shit, 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 oh shit. Das sind keine Tränke. Trink aus Gold. Fuck. Brauch Abstand. Erst wenn der letzte Health Point verbraucht ist, werdet ihr feststellen, dass man Gold nicht zum Heilen benutzen kann. Wo sind sie? Sie warten nur hinter der nächsten Ecke. Wie sie excited hüpfen. Was ist denn mit der KI los? Nein. No! Oh, wow. Wie es aber auch sofort. Ach, schlagartig. Jetzt ist zu Black. 10 Goldstücke pro Tod ist jetzt aber auch nicht die Welt, oder? Einfach wieder da, ich wollte gerade sagen. Meine Währung zu verlieren ist schon gemein, aber trotzdem. Da war ja jetzt auch kein Schlüssel drin, muss man dazu sagen. Oh. Die Secrets. Durch eine Treppe durchbashen. Ich weiß nicht, ob ich das schon jemals gesehen habe. Einfach quer, direkt durch eine Treppe durch. Und ich habe es nur cool erkannt, weil der Gegner dahin geschlagen hat. Also, Starbreeze, Respekt. Der, wie der mich angeguckt hat, aber dann auch sagte, so und nicht weiter. Oh, das sieht nach Secret aus. Sweet, sweet gold. Was dieses Spiel noch haben müsste, wäre so eine kleine Einblendung, so ein Twinkle und dann Secret. Wie bei Tomb Raider. Verlasse die Mission. Oh. Nee, lass mich. Ich dachte, du willst vielleicht nach Hause. I'm out of here. Ich erinnere mich aber auch an das Gold sammeln. Jetzt sind wir ja auch einfach nur am Anfang. Sehe ich gerade. Dieses Schild da oben. Mein erster Level-Editor. Nee. Aber weißt du, was ich meine mit so Levelaufbau und wie das dann jenseits von seiner grafischen Qualität so ein bisschen seine Faszination verliert? Und ich habe das wirklich eine Weile gespielt. Aber ich merke auch, dass
nicht viel hängen geblieben ist. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, oh ja, die Stelle. Ich glaube halt... Nur so Fragmente übrig. Also, wieder auf die Gefahr hin, wie ein alter Sack zu klingen, der von kurz nach dem Krieg redet oder so, aber wir hatten ja nichts. Ich glaube, wir haben diese Spiele gespielt, weil wir keine cooleren Kampfsysteme oder coolere Levels oder coolere wirklich Sachen als Alternative hatten. Natürlich gab es Spiele, die in einzelnen Aspekten immer cooler waren, ja. Aber wenn man gerade auch ein Vielspieler war, wie du ja wahrscheinlich und wie ich dann auch, dann hat man das halt auch mal mitgenommen. Das ist so ein klassisches Spiel, was ich aus der Videothek ausgeliehen hätte und dann festgestellt hätte, oh ja, ja, das existiert. Ja, ich glaube, da steckt doch nicht so viel. Kannst du mal bitte nachgucken, von wann das Spiel ist? Ja. Weil ich hatte gerade 2005, kann mir aber auch 2005 erscheinen mir schon zu weit eigentlich, weil das ist ja dann schon DirectX 9, also eigentlich müssten wir eher so in 2003 Richtung sein. Mhm. Dann würde es auch mit der Xbox besser passen. Und zwar eigentlich kam raus 19. Juli 2013. Das kann nicht sein. Entschuldigung, nennst du mich ein Lügner? Warum bitte soll das nicht sein können? Ach, jetzt habe ich ihn von der Seite reingeholt. 2002. 2002 sogar schon? Mhm, 19. Juli 2002. Hervorragend! Dafür ist das halt echt ordentliche Grafik, ey. Weil das, finde ich, ist so ein Grafikniveau, das kann man sich heute noch angucken, auch wenn hier alles immer noch sehr blocky ist. Ja, also ja, das Grafikniveau kann man sich angucken, aber ich muss sagen, ich finde die Spiele aus der Zeit oftmals auch nicht sehr hübsch. Für mich sehen viele Spiele so aus wie das hier. Ja, und ja, ja. I don't know. Es ist nicht so, wo ich mir denke, kannst diese Grafik. Ich bleibe so lange hier. Nee, same. Checkpoint. Aber PC Games. Wow. PC Games titelte damals. Ist das ein Affe? Was ist das? Ja, irgendwie so ein. Oh, der frisst aber auch ordentlich Damage. Ja, es ist. PC Games titelte damals Monster verprügeln in Edelgrafik. Also Edelgrafik, ja, guck mal. Grafik 10 von 10 bei der GameStar wahrscheinlich. Wirklich? Gute Arbeit. Aber die Waren, die sie mir gestohlen haben, fehlen noch immer. Es könnte sein, dass sie in dem verlassenen Tempel hier ganz in der Nähe versteckt sind. Ich brauche deine Hilfe, um diese Dregata ein für alle Mal loszuwerden. Ich werde das Tor für dich öffnen. Dankeschön. Und damit ist wieder ein Level erledigt. Karte erneut spielen. Das halt auch als Karte bezeichnet würde. Das ist so seiner Zeit verhaftet. Es war eine Gamecube-Version geplant, die aber gecancelt wurde. Und es gibt ein Wii-Port. Es gibt Enclave auf der Wii? Hat den Untertitel Enclave Shadows of Twilight. Sollte eigentlich 2010 rauskommen. Mitte Juni 2010. Kam aber raus 2012. Damn. Das wusste ich nicht. Ich hole mir jetzt mal. Wir holen uns jetzt mal. Wir spielen nochmal den Nahkämpfer. A remaster published by Ziggurat Interactive titled Enclave HD is set to release on Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One in Q3 2022. Moment. Gibt's das vielleicht schon? Und dieser Artikel wenn, dann ist der Artikel nicht überarbeitet nicht worden. Nicht aktuell. Leo, ich brauche mal deine, deine Meinung. Axt, Morgenstern oder Schwert? Morgenstände sind oftmals ein bisschen zu schwierig zu handhaben oder so. Ausbalancierte, gewaltige Waffe steht hier. Einfache Handhabung, mäßiger Schaden. Wenn schon die Beschreibung, mäßiger Schaden. Eine sagt, gute Wahl steht einfach nur beim Schwert. Was ist eher dein Style, so rein von der Fantasy? Meiner, ja. Mein persönlich Schwert. Ich bin Sword and Board Typ. Ja, dann nehmen wir ein Schwert. Gefolgt von Äxten, gefolgt von Stumpfwaffen. Obwohl, die Schilde benutze ich ja eh nicht. Vielleicht noch, ne? Einmal noch einen Trank. Let's go.
Ein lange vergessener Tempel. Markus hatte recht. Die Banditen der Dragatar haben sich mit seinem Schatz im alten Tempel in der Nähe des Dorfes verschanzt. Du musst einen Weg finden, in den Tempel zu gelangen und den Schatz zurückzuholen. Finde den Schatz von Markus, dem Händler. Markus muss überleben. Shit. Immer noch mit Markus hier. Ja. He's just best NPC. Ja. Du musst meine Schätze finden. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Enclave HD coming soon, zeigt mir Leo gerade. Also ja, das ist etwas, das noch auf euch zukommt, liebe Leute. Ja, aber ich meine, das coming soon ist halt... Ja, also, das eventuell noch auf euch zukommt, liebe Leute. Oh, man sieht hier sehr eindeutig, wo die Map aufhört. Guck mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Wo es da hinten dann übergeht ins Wallpaper. Weil es halt einfach nur... Weil das hier ist ja auch einfach, glaube ich, Unreal Engine. Sieht es, hat sehr Unreal Engine 2 Vibe, finde ich. Oh, ist das ein Secret? Wie bist du nur darauf gekommen? Weil ich schlau bin. Ganz eindeutig deswegen. That's true. Oh, jetzt kommen die hier schon. Sie können es nicht mehr erwarten. Der lässt sich auch wieder Zeit, der Junge. Was war schon so ein Wirbelangriff? Ich weiß auch nicht, ob es hier theoretisch noch Moves gibt, die ich wirklich machen könnte. Irgendwo. Ich will nicht. Oh, da oben steht der. Nicht schlecht. Kleiner Penner. Ich glaube, ich habe keine Fernkampfwaffe gerade. What? Eine Riesenschweinerei. Weil normalerweise wechselt man mit Q die Waffe, aber bei mir macht er da gerade nichts. Hm. Aber ich muss den, glaube ich, platt machen, damit es hier weitergeht. Dann bist du wohl stuck. Ich komme raus, aber ich komme da ja nicht hoch. Features. Experience breathtaking combat action. As a soldier of light or minion of darkness. Oh ja, stimmt, das hatte ich wieder vergessen. Across two separate story-driven campaigns. New achievements to challenge your skills on both campaigns. Enhanced graphics and upgrades for modern consoles. Updated and expanded soundtrack. Ooh. Expanded soundtrack. Ha. Ja, ich glaube, ich bin stuck, Leo. Ich glaube wirklich, wir haben das Ende erreicht. Oh ja, also man kann dann auf der bösen Seite offenbar auch noch diese ganzen Viecher hier spielen. Was irgendwie cool ist. Irgendwie ist das cool. Ich finde es auch cool. Es ist halt, es spielt sich halt wirklich. Es sieht aus wie das stumpfeste Spiel, das man spielt. Ja, exakt. Es ist super stumpf. Also, das macht auch jetzt nicht, dadurch, dass der Impact fehlt und dass das Klicken und der tatsächliche Schwung auch beim Schießen vom Bogen oder so ist so verzögert, dass das halt nicht sonderlich befriedigend ist. Meinst du, auf einem anderen Peripheriegerät wäre das anders? Wäre auf das noch so ein Controller also besser? Also ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Controller sich ein bisschen besser anfühlt oder einfach noch schlechter, weil du da erst recht die Erwartung hast, dass das instant umgesetzt wird. Hm. Ich weiß nicht. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr Enclave damals gespielt habt oder vielleicht nachgeholt habt oder sonst irgendwas. Falls ihr überhaupt im Alter wart, versteht sich. Ne? Ja. Also ich glaube, der eine oder andere wird das schon gespielt haben. Ich frage mich nur, ob es, wenn man es dann heute nochmal spielt, eher so diese Feststellung ist, wie ich sie jetzt gerade habe, dass das naja, nicht mehr so viel Spaß macht. Damals hat mich die Grafik halt noch viel weiter getragen, weißt du? Ja, aber ich war halt ein PlayStation-Kind, ne? Ja. PC-Gaming habe ich damals nicht so viel betrieben, wie ich es heute mache. Und eine Xbox hatte ich halt nicht und so. Das heißt, viele dieser Spiele sind an mir vorbeigegangen. Ich muss allerdings auch immer sagen, immer wenn ich Enclave höre und dann sehe irgendwie Schwert, das Schädel durchbohrt und so, denke ich, glaube ich, an Legendary oder so, an diese Art von Spielen. Legendary ist doch ein Shooter. Ja, ich weiß, dass Legendary ein Shooter ist. Aber da musst du dann dran denken. Generische Fantasy versus generische Fantasy mit generischem Fantasy-Titel. Das ist so ein bisschen das Problem bei mir. Also all diese Spiele verschmelzen bei mir zu so einer grauen Masse an kollektivem Fantasy-Schnetzelbewusstsein oder Shooter-Bewusstsein. Das ist ein bisschen weird. Es gab damals auch so Spiele wie Die by the Sword oder Blade of Darkness, unter anderem von Treyarch, wo ich auch schon mal was gespielt habe in einem Stream. Die auch so in diese Kategorie gehören. Die spielen sich halt komplizierter als Enclave, sind aber ein bisschen spektakulärer in dem, was sie vorhaben. Okay. Weil Enclave ist ja wirklich einfach, nee, wir machen halt so einen Hack'n'Slash. Ja,
Nee, und ich glaube tatsächlich, also wäre nicht irgendwann Dark Messiah des Weges gekommen und hätte versucht, mit dem Kampfsystem wirklich ein paar sehr interessante Sachen zu machen. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass dieses ganze Genre, also ich will nicht sagen, einen völlig anderen Verlauf genommen hätte, aber definitiv sich anders entwickelt hätte und vielleicht auch länger gebraucht hätte, um Kampfsysteme ein bisschen interessanter zu machen. Bis wir heute eben bei komplexen Character-Action-Games angekommen sind. Genau. Und Ich finde, es ist ja Platz für so simplere Spiele, aber dann brauche ich irgendwie den Multiplayer oder noch mehr Spektakel oder abwechslungsreiche Levels oder so. Wir hatten kürzlich auch eine Aufnahme, eine One-Off-Aufnahme, wenn ich mich recht erinnere, von einem Spiel, was auch im Grunde ein simples Schnetzelspiel war, aber was ein paar Sachen hatte. Es hatte ein paar Ideen und so weiter und so fort. Enclave hat, glaube ich, größtenteils Grafik. Es hat größtenteils Produktionswerte und alles da drumherum ist so okay. Und es hat halt die Idee mit den beiden Kampagnen, mit der Licht- und Dunkelkampagne, was auch ganz cool ist. Damals definitiv nicht selbstverständlich. Ich glaube, hier steckt auch relativ viel Spiel drin. Und das geilste Hauptmenü. Das Menü ist der Hammer, weil diese Animation hier. Ach. Das ist awesome. Das ist perfekt. Das erinnert mich, woran erinnert mich das? Das erinnert mich, glaube ich, an das alte Psygnosis-Logo mit der Eule und sowas. Also so. Aber hier so ein bisschen Cyber-Okkult-Vogel, das ist cool. Das ist wirklich cool. Na gut, das soll es gewesen sein mit einem Blick auf Enclave. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.